hundertprozentig davon überzeugt, wirklich auf die zuzumarschieren. Aber mit Fortifex mache ich da gerne mit. Ich find's auch witzig, scheißegal. Ich meine, im Notfall kann ich mich unsichtbar machen. Wie ich aus der Sache rauskomme, wenn der Fortifex nicht mehr geht, Ende der Welt. Gefängnisausbruch aus dem Wald. Ne, wir können uns eh nicht gegen die wehren. Was willst du denn gegen 20 Mann machen, die in den Wäldern hocken? Also ich kann weiter schießen als die. Und Achso, schneller. auf welcher Karte seid ihr gerade? Ich bin gerade auf Elrabenland. Wehrheim, ihr könnt auch auf Wehrheim bleiben. Ich hatte gerade überlegt, aber Wehrheim macht auf alle Fälle Sinn. Nee, also wenn die uns wirklich feindlich gesinnt wären, dann könnten wir eh nichts machen. Ich mein's ernst, ich kann weiter, schneller und länger schießen als die. Deswegen habe ich auch gesagt 50 Meter und nicht 200 oder 400 Meter. Weil die werden, wenn das ein Söldner waren, werden die vermutlich Kurzbögen haben. Oder Kriegsbögen. Für den Kriegsbogen brauchst du KK-16 und der macht dir im Alter die Schultern kaputt. Ach was, die haben Also alle wunderbar geweihte Armbrüste. das wäre dann schon eine separate Schützeneinheit und nicht nur 0815 Dulli-Söldner-Banner. Ich hab euch die Kompanie, habe ich euch schon mal hingezogen. Seht ihr die? Ich will nix. Ich habe ganz die hier harte oben, der Befürchtung, dass das kein Dulli-Banner ist. Naja, ich meine nicht Dulli im Sinne von. Dulli im Sinne von die können nichts, sondern halt Dulli im Sinne von Multi-Purpose hier, Mehrzweck, so. Jetzt gehen wir auf die zu und wenn die uns alle totschießen, dann haben die uns alle totgeschossen, dann ist halt so. Kampagne zu Ende. Ja, kannst du eh nicht ändern. Wie Was willst gesagt, du gegen 15. ich kann mich unsichtbar machen, ja? Was willst du auch gegen 15 Leute machen? Da kannst du ja nichts machen. Die da ja, alle im Leute, Wald hocken. Ich hab genug ASP, um drei von euch kurzzeitig durch den Boden durch mitzunehmen. Ich Ey, wir sind doch besitze Freunde, kaum Metall, das kannst du gerne machen. Ich bin jederzeit bereit, Abel mir vor mich zu halten. Super. Aber mir ist der Einzige, der hinten geblieben ist. Und Schlau. ich hoffe, die haben uns schon mit 45 Mann umzingelt und stürmen dann, sagen dann 45 Sturmangriffe auf dich an. Ich glaube, Iserun ist auch jederzeit bereit, mich hinter diesen Vortex herauszutreten. Wir bringen euch ein Geschenk, hier, fass! Ich habe ein Leckerli. Ich weiß nicht, bei so einem Wolf und einem roten Mond denke ich persönlich erstmal an Angrim. Aber habe ich auch erstmal nicht. Ja, das ist auch safe Angrim. Das ist dieser eine Rabenmund ist das. Der alte. Antwin. Ja, Antwin, das ist der alte Rabenmund. Der kommt nämlich aus Morgland. Oh, fuck. 100% safe ist das der alte Antwin. Naja, der kommt nicht aus Morgland, sondern aus dem Feldtal, aber ja. Ist gleich im Lecker. Ja, kommt er doch da vorbei. Ach, dieser Jungspund. Hab den schon mal gesehen, da war er. Der sagt mir eh nix. Frosty, in welchem Orkensturm war das? Vierter? Oh, du, ich glaube, das war der dritte. Bei Orkland krieg ich eh einen Rappel. Es war der dritte. Der vierte ist der, in dem Jarlan war, und der zweite ist der, bei dem der Pakt von Saliet gestorben ist. Der vierte ist 1026. Ja, den haben wir nämlich ignoriert, weil ich dachte, das bringt einfach die Kampagne nicht weiter. Ich habe gesagt, ja, da sitzen übrigens ein paar Orks, die greifen an. Okay, also der ist auch nie passiert. Doch, ja, der ist passiert, aber der hat das Mittelreich nicht beeinflusst. Also, doch, ja, Erlan hat ja gesagt, dass er während dem Jahr Sprung, das wir hatte, da oben war. Ja, also er hat. Er also hat den haben halt wir halt nie thematisiert, den Game. Genau, also gesagt, die Helden sind ja von Gareth aus im Stab. Wie heißt er? Stab der 1000 Augen. Stab der 1000 Augen, genau. Da hatte ich ja gesagt, als ihr nach Norden geritten seid. Achso, die Orks führen da übrigens Krieg und mehr war nicht. Dann 1012 war Greifenfurt, das ist die Jahr des Greifen-Kampagne. Ja, richtig, 1010 bis 1013 ist der dritte. Ah, und auch, wo. Und in der Zeit ist dann Lowang, wurde dann ja belagert und dann hatte Lowang doch diesen Pakt mit den Orks geschlossen. Lasst Lowang in Ruhe. Genau. Ja, und meine Frage Zwerge, ist jetzt. Sorry, mach du. Die Zwerge hatten zu dem Zeitpunkt ja auch hier die eine Stadt verraten im Austausch gegen dieses Goldauge. Vergessen wir nicht, dass Andergast die Grenze aufgemacht hat. Ja, was auch immer, diese Söldner, in welchem haben die mitgekämpft? Im zweiten, Iserun. Na, 1012, im 1012er. Wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich, also auch, wahrscheinlich auch im vierten. Wahrscheinlich auch im vierten, ja. Die sitzen irgendwo oben bei Lowang. Also nicht bei Greifenfurt, sondern bei Lowang. Was sind das schon alles alte Damen und Herren? Oder neu Rekrutierte. Aber sie wissen auf alle Fälle, wie man Krieg führt. Zumindest gegen Orks, ja. Zum Glück können wir weiter pissen als Orks. Aber nicht als 300 Orks. Ja, wart mal den Urin-Elementar ab. Orks! Also wenn es Bier-Elementare gibt, dann gibt es auch Urin-Elementare, genau. Nee, aber die sitzen nicht bei Greifenfurt, sondern die sitzen bei Lowang und irgendwo im Zelt halt. Also es gibt allerhöchstens Bier-Golemiden. Bier-Golemiden. Jetzt muss ich an diesen blöden WoW-Dungeon denken.
gut. Also ich habe eigentlich wohl Bock auf Answin, den Alten. Der ist bestimmt super drauf. Ich weiß nicht, ich wünschte, Jalan wäre hier, der hätte da auch voll Bock drauf. Ich meine, der Typ ist mir hart egal und der kann gerne seinen Sohn zum Kaiser heben, das ist mir herzlich wurscht. Ja, Bulltaxe auch. Mach doch, lass dich nicht auffallen. Ich dachte, wir machen Nisarun zum Kaiser. Ja, das ist die langfristige Idee, aber mittelfristig... Ja, erstmal lassen wir die sich alle gegenseitig ausbluten und dann tauchen wir mit unserem Söldner her auf, dass ich spontan rekrutiere und besetze in dem Palast. Das war das letzte Mal. Und dann sagt Kiaras noch, hey, boah, ja, tut mir echt leid, aber sticht sie von hinten ab, wenn er das gesagt hat, mit Hans oder wie. Die ist halt in den Fluss gefallen. Ups. Ist leider kaputt gegangen. Ballunwille passieren immer wieder, wisst ihr. Da haben wir die spontan mal ins Wasser eingeladen und dann stehst du da und dann sind sie und ihre ganze Panthergarde einfach im Fluss gefallen. Der Elf hat gesagt, da kann man durchschwimmen. Was konnten wir denn ahnen? Das ist aber auch wirklich ärgerlich, dass mein Versteinerungszauber nur die Füße betroffen hat. Granit- und Marmor-Variante Füße. Aber gerade noch, bevor sie in den Fluss gesprungen ist, hat sie Fräulein von Spogelsen zu ihrer Erbin erklärt. Hier, sehen Sie das offizielle Dokument, also können Sie mich mal am Arsch lecken. Siehst du? Das passiert. Und so begann der Krieg. Was? Alle finden mich super, hallo? Also auf Ulat sind noch ein paar Plätze frei, deswegen, also. Die sind gerade frei geworden. Dieser Runde wird dann als erste Kaiserin von Sumus Gnaden gesalbt durch mich. Du, solange du dich im alanfanischen Großreich unterwirfst, habe ich ein paar Jungs für dich. Du meinst die paar Jungs, die sich in der Wüste haben von Panovadis ausboten lassen? Nee, ich meine die Bescheuerten, die wir immer nur vorheizen. Ich glaube, die Koi? Nee, wie heißen die nochmal? Die Kor? Nee. Oh, wie heißen diese Arschlöcher denn nochmal? Der schwarze Bund des Kor. Der schwarze Bund des Kor, genau. Da, da habe ich immer genug von. Mit genug meinst du einen Pseudokorgeweihten und einen Typen, der immer Pfeile in den Bauch kriegt? Nee, tatsächlich, von denen gibt's viele. Ja, ich weiß, aber... Die sind Kanonenfutter. Das sind die einzigen, die bei uns überlebt haben. Also die rekrutieren wir dann im Dutzend. Die Drachen werden nicht geritten, die werden getötet. Als erster aber, Dekret, aber Kaiserin. Aber wenn ich ein Pferd bekomme und das Drache nenne? Das wäre in Ordnung. Aber wenn du dein Drache Pferd nennst, nicht. Schreibe ich mir mal auf meine Wunschliste. Pferd, das ich Drache nenne. Ein hässliches Pferd. Warum nicht ein Drache, wenn du Pferd mit Schuppen. Ein hässliches Pferd, du meinst dich? Mit Schuppen. Nee, ich meine dich. Habe mir der alte Pferdemörder. Er wird wiedergeboren als Pferd. Aber ich kenn da einen Beschwörer, der kann dir aushelfen, wenn du ein Pferd mit Schuppen brauchst. Ich kenne auch ein paar Leute im Süden. Ja, wenn mir du alter Schwarzmagier. Aber mir weiß aber nur die Vorzüge von Al-Anfa zu schätzen. Willst du nicht endlich in den süßen Apfel beißen oder Invocatio lernen? Ganz ehrlich. Nein. Das wäre aber ganz cool, wenn du mal so einen Dämon beschwörst, das würde ich voll feiern. Den kann man so selten anwenden, ja. Vor allem, wenn ein weißer Pfeil daneben steht. Das Problem ist halt eher, dass Dämonen arschteuer sind in der Anwendung. Also einen Sand auf beliebig viele Gegner zu hetzen, kostet dich im Minimum 53 ASP. Aber Isarun kriegt Schreikrampf, und das ist das ist halt ein arschbilliger Zand. Ich krieg einen Blitz, ich find Krampf. Also alleine um Janans riesiges, bluterfülltes, zorniges Gesicht zu sehen, wäre mir schon die 53 ASP wert. Nee, Janan richtet halt erst den Dämon und dann dich zum Wunder. Also ja, dich stell ich mich vor dich, ich verprügel euch nochmal. Ja, aber Dämon fände ich auch nicht so lustig. Da würde ich. Ja, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen entspannter werden. Der Trick ist es, den Dämonen einfach Tarnung 20 mitzugeben und zu sagen, ja, das ist mein kleines Frettchen. Ah, und dann würfelt Isarun auf ihre Magiekunde 17. Müssen einfach dunkle Zeiten spielen, da beschwört dann der Preiosgeweihte den Dämonen. Das wäre wenigstens cool. Du meinst der Breiangeweihte. Breian, genau. Oder er kann sich auch Flügel herbeiwachsen lassen, so Engelsflügeln aus Licht. Erinnere mich dran, dass Jala neue Liturgien braucht. Danke sehr. Stimmt, du wolltest ja Greifkatze werden. Das auch. Aber das ist eigentlich nur, um gekraut zu werden. Wow. Das kommentiere ich jetzt nicht. Wow, ja, lässt du dir von Alwin den Bauch kraulen. Das ist echt next level traurig, wenn du deine göttliche Macht ausnutzt, damit ich mal jemand anfange. Und dann kommst du versehentlich nach Maraskan und wirst gegessen. Da musst du aber noch schnurren lernen, oder? So ein Soundboard mit dem Schnurren einbinden. Schnurren das bringt Karino ihm schon noch bei.
Also ich bin dafür, dass du auch diese Liturgie lernst, wo man eine Woche mit seinem Tier lebt. Da kriegt man echt viel Loyalität. Das ist aber eine Neuheit irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, Travia-Liturgie oder sowas. Die ist super. Das nennt man Exkurs. Ja, das mache ich auch. Da freue ich mich schon drauf. Und dann kaufe ich mir noch die Liturgie, wo man mit Tieren reden. Ja, super. Willst du nicht lieber einfach vorher zaubern lernen? Die können das alles billiger. Ja, aber es ist nicht halb so cool, wenn ich als Chorgeweihter da stehe und meinen Bären brülle, dass ich jetzt mit ihm reden kann. Das ist doch super. Ich hätte ja fast Lust, diesen Elfenzauber zu lernen, mit dem man Pferde herbeirufen kann. Aber ich weiß es nicht. Spawnt dann einfach so ein Pferd neben dir? Ja, ein Elfenpferd. Mhm. Oh, warte mal, wie heißen denn nochmal diese Wüstenverrückten da? Die können irgendwie Kühe beschwören, das ist auch richtig cool. Schulhageweihte. Derwische. Genau, die beschwören irgendwie Kühe aus der Nähe und dann kommen einfach Kühe angelaufen. Das ist der Premium. Kühe beschwören? Hey, irgendwie Stampede, so. Eine Stampede sollte man nicht unterschätzen. Also die können die halt nicht beschwören, aber die kommen halt aus der Nähe dann alle angelaufen und dann hast du halt Kühe. Also ich weiß nicht, was das bringt, aber da sind dann Kühe. Hexen können das mit Greifvögeln oder... Und mit Insekten. Krähen, ja, Nüsse. Wow, aber das ist ja langweilig. Stell mal vor, dann kommen auf einmal so 10 Kühe durch die Mauer gebrochen. Was können wir für dich tun? Guck mich alle so dumm an. Vor allem, dann kämpfen die am Ende nicht mal und stehen da einfach nur wie so dumm doof rum. Gucken dich an. Bisschen Milch. Oh Gott. Am besten mit so Glocken als noch so Bammel. Weil man bammelt dann der ganze Wald. Dann bringen die Dorfbewohner dich aber endgültig um. Nö, du hast die Kühe ja nicht geklaut. Rein rechtlich ist das alles easy. Die Kühe haben das von sich selbst ausgemacht. Das erklär mal dem Preios Geweih. Das erklär mal dem wütenden Kuhhirten. Wenn Bessie auf einmal die so hinterherläuft wie so ein hypnotisiertes Vieh. Dann sagst du, was Stoller rollt und fertig bist du.